Hallo, was machen Sachen? Ja, wird mal Zeit für einen Vlog. Ich habe mir gedacht, diese wöchentlichen Vlogs, das funktioniert ja eh nicht. Momentan passiert ja auch nicht immer was. Das mache ich jetzt einfach so, dass ich halt einfach dann einen Vlog mache, wenn was passiert oder ich über irgendwas reden möchte. Ich glaube, das ist sinnvoller, wie mich selbst unter Druck zu setzen. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich mir selbst den Druck gemacht, jede Woche was machen zu wollen und dann hatte ich irgendwie so viel. Ich will jetzt einen Vlog machen, weil es ist ja schon wieder so weit, dass ich mir selbst irgendwie Panik gemacht habe, so prüfungsmäßig. Aber muss ich mir ja gar nicht machen. Daher mache ich das jetzt einfach, wenn irgendwas passiert oder ich einfach über irgendwas reden, weil ich glaube, da ist allen irgendwie besser geholfen. Heißt, das wird wieder unregelmäßiger oder so, ist ja nichts Neues hier. So, ich habe jetzt nämlich was mich ein bisschen beschäftigt. Ich bin ja schon eine Weile krank wegen Depression. Und das geht ja dann über die Krankenkasse und so. Und ich hatte jetzt eine ganz, ganz schlechte Erfahrung mit meiner Krankenkasse. Ich sehe gerade, dass ich nicht. Achso, ich habe hier noch den Kleber. Ich habe hier eine Maske gemacht. Das wollte ich eigentlich auch noch fertig machen und nur ein Video draus machen. Ich habe mir eine 3D-Maske gedruckt. Leider hat das fun nicht funktioniert mit dem Aufnehmen vom Drucken. Da hat meine Kamera nicht mitgemacht. Also ich habe in dem Drucker ist so eine eingebaute Webcam, die sollte das eigentlich aufnehmen, aber die hat sich irgendwie nach einer Stunde verabschiedet und ich habe das in zwei Teile gemacht. Und ein Teil hat so circa 10 Stunden gedruckt auf den Standardeinstellungen. Also ich habe das jetzt nicht auf Sonderfein oder sowas gemacht. Man sieht das, glaube ich, auch in dem Stream oder in dem Video ganz gut. Weil ich habe ja eh zwei Teile und das funktioniert nicht so 100 pro, wie man sieht. Hier, es sind so zwei Teile. Und die muss man halt aufeinander kleben. Und meine Drucker, ja genau, mein Drucker ist halt nicht so wunderbar genau. Das ist halt ein relativ günstiger, ein relativ alter. Und ich habe ein paar Fehler gemacht und habe die halt so gedruckt, anstatt sie so zu drucken, dann hätte ich wenigstens eine gerade Kante. Bin ich ein bisschen spät drauf gekommen. Dementsprechend passt das nicht so 100 pro aufeinander. Da muss ich eh ein bisschen feilen, bevor die bunt wird. Aber ich denke, ich finde die schon echt cool geworden. Wir haben den Blender modelliert. Das Timelapse kann ich bestimmt zeigen. Das haben wir onstream gemacht. Das ist jetzt nicht sonderlich. Ich habe das erste Mal im Blender gesculptet und habe halt die Tränen hier reingemacht. Und ja, ich finde die eigentlich ganz cool geworden. Die muss noch gefeilt werden. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe mein Schleifpapier irgendwo verloren. Meine Mom bringt was mit von der Arbeit. Oder sie arbeitet ja in einem Einkauf und dann bringt sie das demnächst mit. Wenn nicht, ich habe ja noch das Gerät hier. Da ist auch Schleifpapier dabei, aber ich glaube, das ist ein bisschen stark für Plastik. Mal schauen, wie das am besten funktioniert. Und ich hoffe, ich nehme da auch das Video drauf auf, weiß ich noch nicht so genau. Aber das ist jetzt eigentlich nicht, worüber ich rede. Ich habe mich wieder kund. Er hat mich schon wieder selbst abgelenkt. Ich wollte eigentlich über eine Erfahrung reden, die mich beschäftigt hat. Ich war gestern bei meiner Krankenkasse, weil ich, wie gesagt, ja schon länger wegen Depression krank bin. Und alle halbe Jahr machen die so ein Test, wo man Blut abgeben muss, EKG und all so Sachen. Und da hatte ich auch ein Gespräch mit einer Ärztin. Diesmal mit einer Ärztin. Das letzte Mal, wie ich da war, im Februar, hatte ich das Gespräch mit einer Psychologin. Heute oder gestern hatte ich das mit einer Ärztin. Und das Gespräch an sich hat mich sehr aufgeregt, weil viele Sachen gesagt wurden, die mich so ein bisschen verzweifeln lassen haben. Und darüber möchte ich reden, einfach mal. Weil es wieder dazu beiträgt, dass man halt weniger Vertrauen in Ärzte hat. Ich hatte jetzt durch die Tagesklinik, durch die Reha wieder also wieder das Vertrauen zu Ärzten aufgebaut, weil ich dann wieder, mir wurde geglaubt und mir wurde geholfen. Und jetzt komme ich wieder zu einer Ärztin, die halt keine Ahnung von Psychologie hat, was halt blöd ist, wenn du wegen Depression krankgeschrieben bist und nicht jemand sich dahinsetzt, die eine Psychologin ist. Das finde ich ein bisschen sinnfrei, aber keine Ahnung, vielleicht sind die alle im Urlaub, Kaffee trinken, Pause, keine Ahnung. Ja, und da sind ein paar Gesprächsfetzen aufgetaucht oder Gespräche, die ich sehr bedenklich finde in meiner Situation. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Also ich will jetzt quasi einfach mal meine Gefühle dazu äußern und vielleicht meldet sich der eine oder andere, was ihr dazu denkt. Also wie gesagt, ich bin halt dort und hin und her und das ist eh schon stressig für mich. Ich musste eine Stunde fahren, da auf der Strecke, wo ich gefahren bin, war eh schon ein Unfall. Dementsprechend war ich halt sehr unentspannt und momentan oder eigentlich schon fast immer habe ich eh so ein kleines Problem, wenn es darum geht,
mit anderen Menschen zu kommunizieren oder halt anderen Menschen zu vertrauen. Das waren dann halt auch wieder fremde Ärzte. Ich war schon mal da, das hat ein bisschen geholfen, aber ich war halt sehr angespannt. Und auch das hatte ich halt, das war halt auch ein großes Thema, eine Angststörung. Ich habe eine Agoraphobie, heißt das, glaube ich. Also eine Angst vor Menschen, was super ist, so auf unserem Planeten. Da gibt es ja so wenige Menschen. Ich komme damit relativ gut klar. Es gibt jetzt halt Sachen, wenn ich jetzt mit meiner Depression eh schon wieder in niedrigerem Level bin, ist das Problem natürlich größer, wie wenn es mir mental besser geht, dann ist das weniger ein Problem. Also ich habe damit schon immer zu tun und dementsprechend habe ich auch so meine Erfahrungen damit, wie ich dagegen wirken kann. Das hatte ich auch mit der Dame gesprochen, da es momentan halt wieder in der Phase ist, wo es schlimmer ist, wo ich halt echt ein großes Problem habe, wo ich tatsächlich Angst davor habe, dass ich jetzt zum Beispiel an einem Arbeitsplatz wieder mit Menschen zusammenarbeiten kann. Sprich, ich bin ausgelernte Einzelhandelskauffrau und ich habe Angst vor Kunden. Das ist super doof. Ich hatte den Vorteil, dass. Also dadurch, dass ich meine Ausbildung tatsächlich in einem Zuchtfachhandel gemacht hatte, hatte ich das Problem weniger, weil da war ich meistens in der Zucht. Da hatte ich den Kontakt mit zwei, drei Menschen, die immer gleich blieben und ich einschätzen konnte. Und dann halt als Verkäuferin, gerade wenn du dann halt in einem Nicht-Fachhandel arbeitest und normalen hast du halt ständig wechselnde Kunden. Und ich hatte das auch schon in der Tankstelle, dass mir das Probleme gemacht hat. Aber da war ich ja nur minijobmäßig, sprich, ich war da. Was weiß ich, 2 Tage in der Woche, lass es 3 Tage maximal in der Woche sein für 5 Stunden oder so. Und dann ging das irgendwie noch managen. Da musste ich mich teilweise einen Tag ausruhen von einem Tag Arbeit. Aber was willst du machen? Du brauchst ja irgendwie Geld. Ich hatte das Geld damals für das Studium gebraucht, für den Sprit. Ich rede schon wieder über einen heißen Brei. Ich will drüber reden, aber ich will doch nicht drüber reden. Also, wie gesagt, ich hatte. Die Sachen, die vorgefallen sind, wie gesagt, ich hatte darüber gesprochen, dass ich halt Angst habe, weil es halt auch wieder darum geht, um die Krankenkasse, die will ja, dass ich wieder arbeite. Und haben wir darüber geredet, wie ich mir das vorstellen würde. Habe ich auch gesagt, ich möchte wieder arbeiten, weil ich sitze ja eh den ganzen Tag daheim rum und gammel in der Arbeit. Das würde mir wieder Struktur geben, ein bisschen Halt geben. Aber ich möchte halt eine Arbeit haben, die halt nicht diesen krassen Menschenkontakt hat, was ja schon ein bisschen schwierig ist. Hat auch darüber geredet, dass ich halt auf vielen Arbeitsstellen immer wieder Probleme habe, auch mit Kolleginnen. Dass mich selbst halt so banale Dinge, also von ihr kam so banale Dinge wie, mehr Mitarbeiter manipulieren halt meine Sachen. Ich war beim Lagerarbeiten, da wurde mir der Scanner geklaut oder dann wurden Sachen gesagt über mich zum Vorarbeiter, ich würde nicht arbeiten, ich würde rumgammeln, ich würde irgendwas anderes tun, aber halt nicht meine Arbeit oder. Ich würde mit Absicht Dinge falsch einordnen oder mit Dinge falsch einpacken oder halt beim Abpacken von Produkten. Ich würde keine Maske tragen, keine Handschuhe tragen und sonst was. Und es soll mich ja nicht. Und da hieß es halt von der Ärztin, die solle mich ja nicht so anstellen. Das ist ja eine Sache, die jedem passieren. Ja, gut. Sag extra, dass ich damit Probleme habe, dass es halt nicht nur an mir abprallt, wie bei. Jedem, der das anscheinend auch hat, selbst wie ich dann halt auch Direktor geworden bin und gesagt habe, es kann ja auch nicht sein, dass ich jeden Tag damit lebe, dass ich Mordfantasien habe, entweder mir gegenüber mich zu verletzen oder halt meine Mitarbeiter, dass das ja nicht normal ist, wo ich auch nicht wusste, dass das nicht normal ist. Das ist eine Sache, die mir erst in der Reha gesagt wurde, dass das halt so ein Gedankengang hat, den man eigentlich normalerweise nicht hatte. Mir war das gar nicht bewusst, weil ich solche Gedanken hatte schon seit der Schulzeit. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mir jetzt ein Bein breche, muss ich nicht in die Schule. Oder wenn ich die Schule abfackel, muss ich da auch nicht hin. Oder wenn ich jetzt eine Mitschülerin verletze, dann ist die ja auch erstmal nicht mehr da. Ich habe das zum Glück nie gemacht. Das waren immer nur so Gedanken und hatte auch für mich gedacht, okay, solange das nur Gedanken sind, es ist scheiße, es geht mir damit schlecht, aber es ist ja schon mal nicht so, dass es straffällig wird. Oder auch das hatte ich der Ärztin gesagt, dass es jedes Mal, wenn ich arbeite oder halt einen Arbeitsplatz habe, seit der Schule schon, dass diese Gedanken kommen. Die sind immer gekommen. Ich hatte jetzt noch keinen Arbeitsplatz, bei dem die nicht gekommen sind. Ich hatte mir eine Zeit lang geholfen, dass ich dann halt über eine Zeitarbeit gearbeitet habe. Da hast du alle paar Monate woanders da gearbeitet. Da hielt sich das in Grenzen. Weil das kam erst immer dann, wenn ich halt, keine Ahnung, 2, 3 Monate irgendwo gearbeitet hatte und dann halt.
immer wieder die Gedanken kommen, entweder komm, ach, fahr doch hier mit dem Auto gegen die Wand, da musst du nicht an die Arbeit, brech dir das Bein. Einmal bin ich auch vom, das war aber noch in der, war das noch in der Schulzeit? Ich bin mir nicht 100% sicher, entweder zur Schulzeit oder zur Berufsschulzeit bin ich auch einmal vom Balkon gesprungen, in der Hoffnung, ich breche mir ein Bein. Mir ist nichts passiert. Zum Glück ist mir nichts passiert. Ich hatte mir die Knie geprellt. Ich habe gedacht, ach komm, springst du runter vom Balkon. Auf die Arme willst du jetzt nicht verzichten. Ich fand das ein bisschen doof. Kannst du ja nicht zeichnen, kannst ja nichts machen. Brichst dir ein Bein und dann bist du erstmal nicht in der Schule. Oder ich glaube, das war noch Schule. Musst dann halt erstmal da nicht hin. Hat nicht funktioniert. Also ich bin vom Balkon gesprungen, hatte nur ein paar Prellungen. Mir ging es eigentlich dafür, dass ich vom Balkon gesprungen bin. Gut. Und hat das dann auch wieder verworfen, weil es hat ja nicht funktioniert. Dann habe das dann auch zum Glück gelassen. Es war so der einzige Versuch, halt wirklich mich aktiv selbst zu verletzen. Das andere waren dann halt nur Gedanken. Und auch das kam zum Gespräch. Da habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich jahrzehntelang rummache mit, dass ich mir Fantasien habe oder halt auch, dass ich Fantasien habe, meine Mitarbeiter zu verletzen. Dass ich denn, keine Ahnung, sie laufen zu langsam oder machen irgendwas, dass sie halt sagen, sie stapeln beim Abwäschen die Teller nicht und legen die halt einfach hin und dann meckern sie, warum das nicht so aussortiert ist, dass ich ihnen am liebsten auch mal ein Messer in den Arm ramme oder in den Rücken. So Sachen, die waren für mich Alltag. In der Reha habe ich herausgefunden, auch dadurch, dass ich jetzt halt auch lange zu Hause bin, dass das halt nicht Alltag ist, dass das Sachen sind, die man halt nicht ständig hat. Und ich fand das auch schön, dass man diese Gedanken nicht hat und es lebt sich entspannter ohne diese Gedanken, weil es ja nicht so, dass es einem an einem vorbeigeht, ohne dass halt was großartig passiert. Also man nimmt, das nimmt einen schon mit, aber das war halt immer, das war schon immer, das ist halt so, das ist normal und ich habe dann halt durch die Psychologen, gerade in der Reha halt auch generell, da kam das halt auch wieder vor und dann hieß das, ja, Momentchen, das ist eigentlich nicht normal. Warum hast du das nur gedacht und war und so? Also man konnte in der Reha halt nicht wirklich drauf eingehen, weil es waren ja nur 5 Wochen oder 6 Wochen. Aber da war dann so, Momentchen mal, das ist nicht normal. Das hat man nicht. Ich hatte auch gesagt, in der Zeit, wie ich jetzt zu Hause war, so das letzte, ja, letzte knappe halbe Jahr hatte ich diese Gedanken nicht und ich genieße es, solche Gedanken nicht zu haben. Es ist echt angenehm, dass man halt nicht ständig mit sowas konfrontiert wird. Ja, und die meinte dann nur, ja, man solle sich ja nichts so anstellen und es ist ja nichts passiert und das geht ja auch nicht. Du musst ja gucken, dass du irgendwie drüber wegkommst. Ja, ist ja schon klar, dass man dran arbeiten möchte, aber dann halt so banal einfach abgetan hat, ja, dann ist ja dann doch nicht so schlimm. Solange es ja nur Gedanken sind, ist ja nichts dabei. Und du kannst ja nicht arbeiten, ohne mit Menschen in Kontakt zu treten, du musst dich da halt schon bessern. Also es kam halt auch die Art und Weise, wie es gesagt wurde, so, ja, dann guck mal zu, dass du das wegkriegst, damit wir dich wieder benutzen können in der Arbeitswelt. Sag, ja, danke schön, aber wie wär's, wenn man mal erstmal damit guckt, dass es mir auch gut geht? Dann läuft er mit der Arbeit auch. Ja, es wurde halt wieder kleingeredet und das fand ich halt nicht so schön, nicht so professionell oder so. Es war halt wichtiger, dass mich irgendwie mich wieder verbiegen kann, dass ich arbeiten gehen kann und es wird weniger geguckt, dass es mir wirklich gut geht. Ja, das hat mich halt gestern echt sehr aufgewühlt und das wühlt mich immer noch auf. Deswegen auch so ein bisschen dieses Video, um mir einfach den Frust von der Seele zu reden. Vielleicht auch mal mitzuhören, was ihr davon denkt, weil ich kann ja nur von mir aus denken. Ist das eine Sache, die normal ist? Weil ich gesagt, ich hatte in der Reha gehört, dass das nicht normal ist. Ich hatte auch nie drüber geredet, weil das war so eine Sache. Ja, es war halt schon immer so. Das muss so. Das ist so richtig. Das ist halt so. Und dann zu erfahren, ja, das ist nicht so. Normalerweise hat man das nicht. Und dann wieder zu einem geht und er sagt, ja, dann stell dich halt nicht so an. Ist ja nichts passiert. Ja, das ist sehr. Ja, ich wollte mir das einfach mal von der Seele reden. Ich hatte mit meiner Mama auch schon drüber gesprochen, generell, ich rede ja mit meiner Mama, aber die Videos helfen mir auch so ein bisschen und auch ein bisschen Meinung einzuholen, weil ich stehe jetzt auch ein bisschen dumm da. Ich weiß auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Vielleicht nehme ich mir das wieder viel zu sehr zu Herzen, was die Ärztin sagt, oder vielleicht auch nicht. Wäre mal cool, wenn ihr eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Meistens ist ja, momentan ist eh so ein Ding. Ich habe so gefühlt
keine Ahnung von allem. Momentan fühle ich mich ziemlich planlos. Ich weiß nicht, was ich machen will, wo ich hin will. Ich weiß teilweise nicht mal, wie es mir geht. Ja, aber ich habe ja zum Glück demnächst wieder Gespräche mit meinem Psychologen. Der war jetzt letzte Woche, ne, die letzte Sitzung halt, konnte ich nicht hingehen, weil er im Urlaub war. Ich habe alle 3 Wochen Gespräche und halt Medikamente. Die helfen zum Glück auch, die helfen so ein bisschen, das Chaos zu lichten, aber momentan bin ich an so einer Stelle, wo ich nicht weiß, wo es hingeht und wo ich auch nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Das klingt irgendwie so komisch. Ich weiß nicht, was ich von halten soll oder wo ich stehe. Ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Gerade so ein bisschen lost. Ich weiß, was ich nicht will. Das ist doch schon mal etwas, aber ich weiß nicht, wo ich hin will oder wie ich Sachen einschätzen soll. Manchmal weiß ich nicht mehr, was los ist. Seltsam. Ja, vielleicht könnt ihr mir irgendwie wegweisen oder kennt ihr das auch, dass ihr halt einfach so, ja, hoffentlich die Mordfantasien nicht oder die Selbstverletzungsfantasien, aber so, dass ihr planlos seid und so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie es mir geht. Ich weiß nicht, was ich machen will, wo ich hin will. Naja. Ich weiß, was ich nicht will. Das ist doch schon mal so eine Sache. Ich will halt nicht wieder, dass es so weit geht, dass ich an die Arbeit gehe oder irgendwo hingehe und die solche Fantasien habe. Das ist scheiße. Das war jetzt das letzte halbe Jahr war so schön, wo ich halt auch die Gedanken nicht hatte. Das ist so erleichternd. Ja. Ist wieder ein heftiges Thema. Vielleicht mache ich vielleicht eine Triggerwarnung vor das Video oder so. Wäre vielleicht sinnvoll, dass man das halt nicht immer guckt. Wäre das sinnvoll? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe jetzt auch erst mal alle gesagt, dann schon mal. Guck mal, das ist Lola. Hallo Lola, guten Morgen. Eigentlich guten Mittag, es ist keine Ahnung, wie viel Uhr. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns vielleicht auch mal wieder mit schöneren Gesprächen. Ja, ich kann nicht aufhören. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus.